Also vielen Dank, Manuela, für die Vorstellung. Wie gesagt, ich werde heute eine Arbeit vorstellen, die bei uns am Lehrstuhl entstanden ist. Da geht es eben um eine mobile Anwendung zur Routenplanung mit öffentlichen Verkehrsmitteln basierend auf OpenStreetMap-Daten. Zunächst mal kurz zur Gliederung des Vortrags. Ich werde erstmal versuchen, das ÖPNV-Routing generisch anhand eines Szenarios zu motivieren, werde dann auf einzelne Anforderungen eingehen. Im Systemüberblick erzähle ich dann ein bisschen was über die Datengewinnung und die mobile Anwendung. Bevor ich das Ganze dann zusammenfasse und einen Ausblick gebe, werde ich noch mal kurz unsere Ergebnisse bzw. unsere Erkenntnisse aus der Arbeit vorstellen. Zunächst zur Motivation. Das ist jetzt ein kleiner Kartenausschnitt von München, falls jemand das Ganze nicht kennt. Das ist vom LMU-Hauptgebäude zu meinem Institut von A nach Z. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Weg zurückzulegen. Also einmal den direkten Fußweg eben von A nach Z. Oder ich bewege mich zu Fuß von A nach C, also zur nächstgelegenen Bushaltestelle, fahre dann mit dem Bus direkt nach E, um dann wieder zu Fuß nach Z zu gelangen. Eine weitere Alternative wäre wiederum zu Fuß zur nächsten U-Bahn-Haltestelle, die sich bei B befindet, zu gehen. Da habe ich die Möglichkeit, entweder mit der Linie U3 oder der Linie U6 bis zum Punkt D, der oben auf der Karte zu sehen ist, zu fahren. Und da habe ich dann wiederum die Möglichkeit, entweder mit dem 54er oder dem 154er Bus zum Punkt E zu fahren und dann das letzte Stück wieder zu Fuß zurückzulegen. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, welcher ist jetzt für mich aktuell von meiner Position A aus und zur aktuellen Zeit der beste, idealste, schnellste, wie auch immer, je nachdem, welche Metrik man dann dafür ansetzen will. Das Jetzt, also die Uhrzeit, ist natürlich interessant, insbesondere in einem getakteten System, wie es im öffentlichen Nahverkehrssystem sozusagen vorliegt. Gut, ich hoffe, das ist so ein bisschen einführend. Wir haben dazu einige Anforderungen aufgestellt. Einmal betreffend die Ausführung der Wegfindung. Die sollte nach Möglichkeit direkt auf dem mobilen Endgerät stattfinden, um einerseits einen möglichst hohen Grad an Autonomie zu gewährleisten. Bezüglich, wenn ich jetzt im Ausland bin, dann möchte ich mir natürlich möglichst Roaminggebühren oder Ähnliches, was das mobile Internet zur Verfügung stellt, einsparen. Und andererseits möchte ich natürlich Rücksicht auf die Privatsphäre nehmen, indem dann wiederum keine Bewegungsmodelle erstellt werden können. Des Weiteren benötige ich natürlich eine Datenbasis, das heißt einerseits die öffentlichen Nahverkehrsrouten inklusive der Abfahrtszeiten. Und natürlich die Wegeinformationen, also die ganzen Fußwege, die ich entsprechend noch zurücklegen kann. Zusätzlich wollen wir unserem Nutzer anbieten, Points of Interest, also POIs, anzusteuern. Das heißt, neben den Straßen auch Haltestellen oder öffentliche Einrichtungen wie Banken, Hotels, Universitäten. Dann Datenspeicherung. Wir befinden uns auf einem mobilen Endgerät, da haben wir es natürlich mit verschiedenen Einschränkungen zu tun. Zum einen der Speicherplatz, die CPU und auch der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher dann später für die Routenberechnung. Wie im Szenario bereits angedeutet, haben wir es mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zu tun, das heißt zu Fuß, mit dem Bus, mit der U-Bahn, mit der Tram, was eben so angeboten wird. Von daher sollte das Ganze natürlich multimodales Routing unterstützen. Des Weiteren wollten wir, ähnlich wie beim normalen Fahrzeug- oder Fußgängernavigationssystem, unseren Fahrgast sozusagen permanent aktuell oder auf dem aktuellen Stand halten. Das ist ganz praktisch, beispielsweise bei Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr. Kennt vermutlich jeder. Bus ist mal zu früh, mal zu spät. Was gibt es denn für Alternativen? Warte ich jetzt auf den nächsten? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Alternativen, die mich zu meinem Ziel bringen könnten? Gut, wie sieht das Ganze jetzt in der Architektur aus? Das Ganze gliedert sich in zwei Teilbereiche. Zum einen die Datengewinnung, indem wir eben OpenStreetMap verwenden, um Straßen, Points of Interest, die Routen des öffentlichen Nahverkehrs zu extrahieren. Da gibt es ja auch schon schöne Beispiele: öffentlicher Nahverkehr, die ÖPNV-Karte, die Open Bus Map. Zum anderen brauchen wir aber auch die Fahrzeiten, die wir natürlich berücksichtigen wollen. Von daher brauchen wir auch Informationen der öffentlichen Nahverkehrsbetreiber. Aus diesen Rohdaten erzeugen wir im Folgenden Graphen, die dann eine Navigation ermöglichen.
bezüglich des Platzbedarfs im Arbeitsspeicher haben wir noch ein Verfahren dazwischen gehängt, was sogenannte BSP-Bäume erstellt. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. Diese Daten werden dann entsprechend kompakt verpackt und auf das mobile Endgerät einmalig übertragen. Die mobile Anwendung, also die sogenannte App, ermöglicht dann dem Benutzer eine Zieleingabe. Die aktuelle Position wird mittels GPS festgestellt. Sobald Start und Zielpunkt sozusagen bekannt sind, kann mit der Routenberechnung begonnen werden. Sobald diese abgeschlossen ist, soll die Route natürlich einmal in textueller Form und einmal grafisch angezeigt werden, um dem Nutzer ein gewisses Maß an Orientierung zu gewährleisten. Zur Anzeige können wir auch wieder OpenStreetMap verwenden, also einen entsprechenden Kachelserver, der die Daten zur Verfügung stellt und auch das Cachen der Kacheln auf dem Endgerät ermöglicht, um wirklich autonom zu bleiben. Gut, ich möchte nicht auf alles eingehen, sondern im Folgenden nur auf die hervorgehobenen Punkte. Beginnend mit den öffentlichen Nahverkehrsdaten. Ursprünglich war eine Kooperation mit unserem öffentlichen Nahverkehrsbetreiber, also der MVG, Münchner Verkehrsgesellschaft, geplant und angestrebt. Die sind allerdings relativ hartnäckig, was die Herausgabe ihrer Daten angeht. Also ich weiß nicht, ob ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder solche Informationen zur Verfügung stellen könntet. Wäre auf jeden Fall relativ praktisch. Ich hoffe, es ist jetzt auch keiner von der MVG hier. Denn diese bietet einen ganz praktischen Dienst an, sogenannt oder MVG Live nennt sich das Ganze. Da kann man mit Hilfe einer Suchmaske, die hier unten in der Mitte veranschaulicht ist, die ersten drei Buchstaben einer Haltestelle angeben und erhält dann alle Möglichkeiten. Also Kulturzentrum Trudering für TRU, Trudering Bahnhof, Trudering Straße etc. Das haben wir uns zunutze gemacht, um einmal alle Haltestellen vollständig abzugreifen. Das heißt, wir haben ein kleines Tool geschrieben, was alle Buchstabenkombinationen, ist nicht das effizienteste zugegeben, von AAA bis ZZZ durchläuft und somit alle Haltestellen extrahiert werden konnten. In einem zweiten Schritt haben wir diese Haltestellen genutzt und sind dann auf die nächste Suchmaske, also hier unten, gekommen, die die Live-Abfahrtszeiten darstellt. Damit war es uns möglich, dann sozusagen einen Fahrplan zusammenzubasteln für das öffentliche Nahverkehrs für München und Umland. Des Weiteren konnten wir natürlich die Haltestellen nutzen und den Fahrplan, um die Haltestellen, die in OSM vorliegen, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Aber da gibt es schon diverse Ansätze, wo das bereits gemacht wird. In München ist das jedenfalls noch nicht der Fall, besteht also noch durchaus Potenzial. Die Wege waren eher weniger das Problem. OpenStreetMap liefert dafür ja schöne Werkzeuge. Osmosis ist da eins, was wir auch verwendet haben. Das heißt, aus den Rohdaten konnten wir nun unsere Graphen erzeugen, die dann eine Navigation ermöglichen. Wobei wir bei den Straßen bzw. dann Fußwegen davon ausgegangen sind, dass diese in beide Richtungen durchlaufen werden können. ÖPNV-Netz ist ein bisschen anders. Da haben wir uns entschieden, das so zu modellieren, dass wir für jede Linie und jede Richtung jeweils eine Kante genommen haben, was einfach daran liegt, dass die Linien zu unterschiedlichen Zeiten abfahren. Zusätzlich, um auch nochmal Platz zu sparen, haben wir sogenannte Superkanten eingeführt, die nicht zur Navigation selber, sondern lediglich zur Speicherung der Linie, der Richtung und des Fahrplans verwendet wurden. Dann haben wir noch unsere Points of Interest, was eigentlich kein Netz ist in dem Sinne, da es lediglich aus einzelnen Knoten besteht, also wie schon erwähnt, öffentliche Einrichtungen, Banken, Hotels etc. Damit wir nun multimodales Routing ermöglichen können, müssen wir die einzelnen, noch unabhängigen Netze miteinander verbinden. Dazu haben wir sogenannte Transferknoten bzw. Kanten eingeführt. Schönes Beispiel hier ist vielleicht eine Bushaltestelle, die nicht direkt auf der Buslinie gemappt wurde, was ja auch Sinn macht, sondern auf dem Fußweg daneben, beziehungsweise mit einem entsprechenden Abstand. Von daher eben die Transferknoten, um das Wegenetz, also was man zu Fuß zurücklegen kann, mit dem ÖPNV-Netz zu verbinden und Ähnliches auch für die Points of Interest. Also wenn wir eine Universität haben, ist zwar irgendwie in Fußreichweite, aber das Gebäude selber ist eben nicht direkt navigierbar. Gut, dann zu den BSP-Bäumen.
Das Ganze ist ein Binary Space Partitioning Verfahren, wird eingesetzt bei Computerspielen. Sagt einem BSP irgendwas oder Binary Space Partitioning? Okay, einer. Da geht es einfach darum, den Raum, also wir haben unser Wegenetz genommen, in einen Raum gelegt und versuchen diesen mit Hilfe von Geraden zu zerteilen, und zwar in eine linke und eine rechte Hälfte. Das ist ganz schön veranschaulicht, hier BE auf der rechten Hälfte, A, D und C auf der linken Hälfte im ersten Schritt. Dabei gibt es natürlich gewisse Anforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Das Ganze sollte möglichst ausgeglichen sein, das heißt, wir haben möglichst gleich viele Knoten auf der linken und auf der rechten Hälfte in den jeweiligen Halbräumen. Zusätzlich haben wir jetzt noch die Eigenschaft eingeführt, dass auch möglichst wenig Kanten durchtrennt werden sollen. Da haben wir auch einen relativ einfachen Ansatz gewählt. Wir haben einfach 1000 Zufallsgeraden erzeugt, die in den Raum gelegt und anhand dieser Anforderungen entsprechend bewertet und die mit der besten Bewertung dann gewählt, um den Raum zu teilen. Das Ganze wiederholt man so oft für jeden Halbraum, bis eine entsprechend geringe Anzahl an Knoten in jedem Baum bzw. in jeder Halbebene vorliegt. Das hat den Vorteil, wenn wir jetzt beispielsweise von A nach D navigieren wollen, müssen wir lediglich den Teilknoten LL, also für zweimal linke Hälfte, in den Arbeitsspeicher laden. Also hat den Vorteil, wir haben nicht den ganzen Graphen im Arbeitsspeicher des mobilen Endgeräts, der sehr begrenzt ist, sondern eben nur einen kleinen Ausschnitt davon. Das ganze Verfahren haben wir initial für das Wegenetz ausgeführt und dann die Teilungskanten für das öffentliche Nahverkehrsnetz und das Point-of-Interest-Netz entsprechend übernommen. Gut, das Ganze haben wir dann entsprechend kompakt verpackt und auf das mobile Endgerät übertragen und kommen nun zur Routenberechnung. Dabei geht das eben je nach Metrik, den kürzesten, schnellsten, grünsten, was auch immer Pfad von der aktuellen Position zum Ziel des Benutzers zu berechnen. Wir haben uns diesmal entschieden, den A-Stern-Algorithmus zu verwenden. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Für jeden Knoten in dem Graphen, also für jeden Knoten x, stellen wir eine Funktion auf, f von x, die sich zusammensetzt aus einmal den bisherigen Kosten zum Knoten, also g von x, das heißt, wie lange brauche ich bis zu dem Nachbarknoten, und einer Schätzfunktion, also einer entsprechenden Heuristik, h von x, von der aus ich von dem gerade untersuchenden Knoten x sozusagen die Distanz oder die Zeit zu meinem Ziel schätze. Und der Knoten mit dem geringsten f von x wird dann als nächstes untersucht. Das hat den Vorteil, dass ich in der Regel nicht alle Knoten in meinem Graphen untersuchen muss und damit schneller oder eine gute durchschnittliche Laufzeit habe und somit schneller an mein Ziel gelange. Das ist relativ wichtig, denn wir wollen unseren Nutzer auch während seiner Route begleiten sozusagen. Das heißt, wir wollen ihm, falls er den Bus verpasst hat, eine Ausweichroute zur Verfügung stellen. Falls er vom Weg abgekommen ist, entsprechend den Weg aktualisieren und ihm Alternativen aufzeigen. Gut, dann haben wir eigentlich alles beisammen. Wir haben das Ganze auch implementiert. Aber zunächst mal OpenStreetMap, ÖPNV-Daten. In München und Umland waren 850 Stationen gemappt. Uns bzw. der MVG bekannt sind 1090. Das heißt, da ist noch ein bisschen Potenzial für Mapper vorhanden, die aus München bzw. der Region kommen, um da noch ein bisschen für Vollständigkeit zu sorgen. Ansonsten ist es uns gelungen, mithilfe entsprechender Werkzeuge, also der Fusion der öffentlichen Nahverkehrsanbieterdaten und OpenStreetMap, fehlende Routen und Haltestellen zumindest logisch zu vervollständigen. Und ansonsten mit dem Datenformat, was wir jetzt gewählt haben, konnten wir die Rohdaten für München und Umland von 274 Megabyte, also dabei handelt es sich um die XML-Daten, auf 11 Megabyte komprimieren, was dann doch eher akzeptabel ist für ein mobiles Endgerät. Die mobile Anwendung wurde implementiert für Android 1.5 und höher. In München haben wir erfolgreich Tests durchführen können an unterschiedlichen Orten. Allerdings hatten wir das Problem, dass relativ häufig lediglich der Fußweg gefunden wurde. Das liegt einfach an dem A-Stern-Algorithmus bzw. der Heuristik. Denn ein multimodales Wegenetz erfüllt nicht zwingend die Dreiecksungleichung, was so viel bedeutet wie, es macht durchaus mal Sinn, 5 Minuten rückwärts zu laufen,
zum nächsten öffentlichen Nahverkehrsmittel und dann mit der U-Bahn wieder in die richtige Richtung zu fahren. Ansonsten waren wir überrascht über die schlechte Performance des BSP-Baums oder der BSP-Baum-Expansion, denn wenn Start und Ziel nicht im selben Segment, also in derselben Halbebene liegen, expandieren wir natürlich den Baum und laden Knoten in den Arbeitsspeicher nach, um dann entsprechend das Routing durchzuführen. Das hat zu relativ langen Wartezeiten geführt, also die Expansion dauerte länger als die Berechnung der Route. Das war insbesondere der Fall, eben wenn der Startknoten auf der linken Hälfte des Wurzelknotens war und der Zielknoten auf der rechten Hälfte des Wurzelknotens im BSP-Baum. Gut, damit bin ich eigentlich auch schon fast am Ende meines Vortrags. Ich möchte das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Wir konnten also mithilfe der Datenfusion die wenigen Inkonsistenzen beheben. Dazu haben wir auch öffentlich zugreifbare Daten unseres öffentlichen Nahverkehrsbetreibers MVG verwendet. Dann konnten wir demonstrieren, dass durchaus eine multimodale Routenplanung basierend auf OpenStreetMap-Daten möglich ist. Und die Route konnte zum einen direkt auf dem Endgerät berechnet werden. Da werden uns die Leute von Mona wahrscheinlich auch noch einiges zu erzählen, in dem Vortrag, der gleich kommt. Und auch die Aktualisierung konnte in annehmbarer Zeit vonstatten gehen. Kurz zum Ausblick, also natürlich beschäftigen wir uns weiter mit der Thematik. Routing-Verfahren war nicht das Ideale, also A-Stern, falls das jemand vorhat zu verwenden. In multimodalen Netzen, lasst das sein, überlegt euch was anderes. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir ein mehrstufiges Verfahren einsetzen wollen. Das heißt, wir suchen erstmal die K-nächsten Haltestellen in der Umgebung des Benutzers und verwenden dann im öffentlichen Nahverkehrsnetz einen A-Stern oder einen D-Stern, der besser mit der Dynamik, also der Kantengewichtung, zurechtkommt. Bezüglich der Speicherstruktur, statt dem BSP-Baum könnte man versuchen, auch noch Oct- oder Quadtrees zu verwenden, um einfach die Daten, die im Speicher gehalten werden müssen, zu minimieren. Bezüglich der Positionsbestimmungen, also Bus, U-Bahn, Bus zu Fuß oder Trambahn, funktioniert relativ gut. Da hat man in der Regel GPS-Empfang. In der U-Bahn haben wir das nicht. Was man natürlich machen könnte, ist zusätzlich die Bewegungssensoren, die in Mobiltelefonen oder Smartphones verbaut sind, zu verwenden. Denn das Anfahren und Abbremsen von insbesondere U-Bahnen hat ein relativ charakteristisches Muster und kann von daher erkannt werden. Und somit lässt sich beispielsweise über die Zeit und die letzte Position feststellen, in welcher U-Bahn ich mich wahrscheinlich befinde. Gut, die Richtung hängt dann ab von der gewählten Route. Also wenn er dann in die falsche U-Bahn gestiegen ist und die falsche Richtung fährt, dann wird das Ganze natürlich wieder schwieriger. Also da muss man mal schauen, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Und ansonsten, mit Hinblick auf barrierefreies Routing oder barrierefreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist es natürlich sinnvoll, noch zusätzliche Einschränkungen bei der Wegewahl zu modellieren. Also einerseits Preis, ich will nur so und so viel zahlen, um von A nach B zu kommen, laufe ich das meiste Stück, fahre nur eine Kurzstrecke, abhängig von der jeweiligen Route bzw. dem jeweiligen Start- und Zielpunkt. Und ansonsten natürlich noch persönliche Präferenzen. Also U-Bahn fahren in München zur Wiesenzeit macht nicht ganz so viel Spaß, da fahre ich lieber Bus. Beispielsweise. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Okay, vielen Dank, Markus. Du bist sehr gut in einem Zeitraster geblieben. Perfekt. Okay, wir haben jetzt noch sehr gut Zeit für Fragen. Moin, ich komme aus Hamburg, bin dort im Verkehrsunternehmen HVV angegliedert und wir stellen Fahrplanauskunft her und haben dort auch ein multimodales Routing für Fußwege gemacht. Du hast recht, der Quadtree ist wesentlich besser. Okay, gut zu wissen. Das mit den Fahrplandaten kann ich auch definitiv bestätigen, dass die Verkehrsunternehmen da sehr an sich halten, dass die wollen das nicht rausgeben. Kannst du kurz sagen, warum? rein politische Gründe. Okay. Also sie wollen nicht, dass andere ihre Daten verwenden,
damit sie die Daten bei sich behalten. Also okay, ja, ist ja legitim. Sind meistens behördenähnlich aufgebaut. Mhm. Und ja. Was meine Frage eigentlich ist, wie lange braucht dein Routing? Wie schnell ist es? Worst Case war 10 Minuten auf dem mobilen Endgerät für die Expansion des Baumes, also wirklich der Worst Case. Ja. Das Routing selber, also die Navigation oder die Routenberechnung auf den Graphen, war unter einer Minute jeweils. Okay. Also ist in akzeptabler Zeit. Wie gesagt, das Hauptproblem. Also wir sind in Zeiten von 5 Sekunden. Für ein mobiles Endgerät dieser Generation, also würde ich sagen, ist es akzeptabel. Das war ein G1. Mittlerweile ja. G2 hat einen Prozessor, der wesentlich schneller ist. Das heißt, wir haben es noch nicht getestet auf einem neueren Endgerät, aber es wird definitiv weiter unter einer Minute bleiben. Und das ist meines Erachtens zumindest durchaus akzeptabel. Okay. Expansion des Baumes. Bei uns sind es 0,5 Sekunden akzeptabel. Okay, also ihr seid auch wesentlich höher skalierbar, das heißt, ihr müsst mehrere tausend Anfragen beantworten, während wir nur eine Anfrage beantworten und somit euer System beispielsweise entlasten können. Ja, da oben eine Frage. Oder? Danke. Ich habe eine Frage, hört man mich? Ja. Zu dem A-Sterne-Algorithmus. Wenn ihr die Heuristik anders wählt, also ihr habt jetzt die Luftlinie genommen, das ist ja nicht zwingend die einzige Möglichkeit. Gut, da muss man aufpassen, dass man eben die Kosten nicht überschätzt. Weil sonst bricht das Prinzip auch zusammen. Das heißt, da könnte man sich natürlich auch noch Gedanken machen, was denn mögliche Heuristiken wären, um in so einem Netz zu routen. Also vielleicht, ich werde mich da nachher nochmal mit dem Kollegen von den Hamburger Verkehrsbetrieben kurz zusammensetzen. Indirekt. Igor Podolski, VWI Stuttgart. Ja, Daten sind ein Problem. Allerdings, ihr habt ja Screenscraping gemacht im Wesentlichen. Entschuldigung, nochmal. Ihr habt ja Screenscraping gemacht im Wesentlichen von der Webseite der MVG. Genau. Davon würde ich jeden, der ein vernünftiges, produktionsreifes Routing machen will, nur wirklich dringend abraten, weil man sieht da nur eine Momentaufnahme und die Fahrpläne sind deutlich komplizierter, als die auf die Internetseite kommen. Mhm. Das ist eben das Problem, da führt einfach kein Weg drum herum. Allein schon die Routen und diese ganzen Linienvarianten, die kann man nur sinnvoll von einem Verkehrsunternehmen bekommen und ist da so auf die Kooperation angewiesen. Natürlich, also da handelt es sich um eine Bachelorarbeit. Klar. Von daher geht es nur um eine Momentaufnahme und um die Machbarkeit. Als jemand, der die ganzen Fahrpläne sortiert und so, ich kann es nicht einfach so stehen lassen nach Screenscraping. Toll! Also es ist schön. Ja, hallo. Ich freue mich natürlich, dass der Aspekt Barrierefreiheit genannt ist. Ich würde gerne wissen, welche Barrierefreiheit denn gemeint ist. Geht es nur um Rollstuhlfahrer oder ist eine blindengerechte Ausgabe auf dem Endgerät angedacht? Der Android hat ja einen Screenreader, den Talkback, und auch Blinde sind natürlich in erster Linie, da sie kein Auto fahren, auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel angewiesen. Also wäre eine tolle Sache. Genau, also wir haben, wie gesagt, eine Textausgabe von der Routenbeschreibung. Das heißt, das ist relativ problemlos möglich, die in Audiosignale zu verwandeln. Das heißt, Blinde könnten damit sozusagen geführt werden, relativ grob. Rollstuhlfahrer ist natürlich ein Punkt. Nicht jeder öffentliche Nahverkehrspunkt oder jeder Bus hat die Möglichkeit, den Rollstuhl mitzunehmen, beziehungsweise einen Aufzug, um die U-Bahn zu erreichen. Das wäre natürlich ein anderer Punkt. Auch Leute mit sonstigen Mobilitätseinschränkungen, also die eine Rolltreppe benutzen müssen, die ein Niederflurfahrzeug benötigen, das sind natürlich auch interessante Aspekte, die man da auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn man dann sowas wirklich als Produkt anbieten will. Jetzt für die Ausgabe ist das gar nicht so kritisch. Wenn man Text auf dem Bildschirm schreibt, ist das in der Regel vorlesbar. Kritisch ist eher, dass die Eingabe auch so geregelt ist, dass man navigieren kann, ohne auf den Bildschirm zu schauen. Gut, es gibt auch diverse Methoden der Spracheingabe, also kennt man auch von Navigationssystemen, dass man sein Ziel sozusagen... Ja, ich weiß, was es alles gibt. Ich möchte wissen, was berücksichtigt wird. Bis jetzt ist noch nichts davon berücksichtigt. Uns ging es primär mal darum, sowas überhaupt direkt auf dem Endgerät zu machen und die Möglichkeit des multimodalen Routings sozusagen autonom umzusetzen. Okay, danke. Danke. Ja, ich möchte dem Einwand mit dem Screenscraping kurz widersprechen. Also wenn die einzige Schnittstelle, die die Verkehrsbetriebe zur Verfügung stellen, eine Webseite ist, dann muss man halt die Webseite nehmen. Und
Wenn man da jetzt mit einem standardkonformen Browser darauf zugreift, ist das wesentlich mühsamer, als wenn man irgendwie jetzt einen Spezialbrowser hat, der extra entwickelt wurde, um diese Webseite besser zu verarbeiten. Und wenn mein Handy dann smart wird und Intelligenz hat, so gebrowstes Webseitenmaterial sich auch noch lokal zu cachen und sich dann dran zu erinnern, dann habe ich einen viel geringeren Bewegungsprofil-Footprint, als wenn ich jedes Mal die Webseite ansurfe, und ich kann auch ohne Internet und in der U-Bahn komme ich daran. Und klar, es sind echte Fahrpläne nochmal viel komplizierter, aber auch die offiziellen Fahrplanauskünfte sind oft ungenau und machen Fehler. Und wenn mir mein Handy sagt, ja, da fährst du da lang, dann wartest du und im 20-Minuten-Takt kommt da schon irgendwas, dann hilft mir das auch schon mal weiter, auch wenn es jetzt nicht der 100%igen Realität entspricht. Ja, gut, danke. Muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Also wie gesagt, das war unsere einzige Möglichkeit, an diese Daten zu kommen, nachdem eine Kooperation, die wir sehr gerne gehabt hätten, gescheitert ist, aufgrund keiner Antwort. Also wir haben es telefonisch probiert, per Mail. Persönlich waren wir jetzt nicht da mit einem Sturmtrupp, aber gut. Uns ging es auch nicht darum, ein fertiges Produkt zu entwickeln, sondern lediglich die Machbarkeit dessen zu zeigen. Das heißt, wenn sich die Nahverkehrsbetreiber irgendwie dazu herablassen, ist vielleicht ein hässliches Wort dafür, aber die Daten eben auf andere Weise über entsprechende Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, sodass man damit entsprechend arbeiten kann, wäre das natürlich auf jeden Fall besser, als das Ganze einfach so abzugreifen. Also hier. Ihr habt auch versucht, die Leute anzurufen bei MVG, oder? Ja, ja. Okay. Also, ja, also da ist halt, ich habe die Erfahrung speziell mit dem MVG gemacht, dass die halt teilweise einfach keine Zeit dafür haben, sich da zu beschäftigen. Also gerade für das MVG Live gibt es auch eine API, wo man sich das alles schön runterziehen kann. Die kennt nur kaum jemand, weil die Doku nicht öffentlich zugänglich ist und so weiter. Also, ich glaube, die ist nicht mehr verfügbar. Also wir haben ja, je nachdem, wie man sich unterhält, hört man da auch wieder was ganz was anderes. Und also da ist, also aus meiner Sicht ist da das größte Problem die Kommunikation und den Leuten mal klar zu machen, dass es durchaus sinnvoll ist, sowas öffentlich als API zu bereitzustellen, aber ja. Wir werden weiter dran arbeiten. Dann hätte ich auch noch ganz kurz eine Frage, und zwar, du hast angeführt, dass persönliche Präferenzen berücksichtigt werden können. Was genau ist damit gemeint? Also beispielsweise fahre ich habe Klaustrophobie und fahre nicht gerne mit der U-Bahn, okay, weil ich mich in unterirdischen Umgebungen nicht wohlfühle, oder ich mag lieber an der Sonne fahren und bevorzuge Bus. Ich vertrage das Rütteln in der Trambahn nicht und gehe von daher lieber zu Fuß, dass man einfach solche feinkanularen Möglichkeiten hat, Einfluss auf die Berechnung zu nehmen. Okay. So Dinge wie eine sichere oder eine attraktive Route oder so habt ihr jetzt nicht? Hatten wir jetzt nicht im Kopf, aber ist durchaus auch interessant. Na gut, ist noch eine kurze Frage irgendwo, aber okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt kurz einen Wechsel.